super. Was war das? So. Den kennen Sie ja, ne? Ja, tschüss. Hallo, was macht ihr denn? Was denn hier los? Verdammt. Ach, Leute. Hey, Saskia, was hast du getan? Moment, ich versuche mal den Rollstuhl gerade und hier. Warte mal, komm. Warte. Ein Stück nach vorne. Ja, genau. Geht's? Pass auf, zieh einmal die Beine an. Bist du auf den Arm gefallen? Ja. So, jetzt bist du schon wegen Gehirnerschütterung hier und gebrochenen Arm und dann macht ihr hier Rollstuhlrallye oder was? Hast du verloren scheinbar, ne? Ja. Pass mal auf, setz dich einmal da rein. Geht's wieder? Geht das? So. Okay. Ja. Ja, gut. Vielleicht war es jetzt von Glück, dass die Gipsschiene drum ist, aber das müssen wir auf jeden Fall noch mal röntgen, ne? Ganz offensichtlich war die Patientin auf ihren gebrochenen Unterarm gefallen. Der war zwar Gott sei Dank gegipst, trotzdem kann es natürlich hier zu Verschiebungen der Bruchebene kommen. Das musste natürlich abgeklärt werden. Das Röntgenbild der Patientin hat Gott sei Dank keine Veränderungen im Bruchhalt ergeben, sodass wir es weiterhin mit einem neuen Gipsverband versorgen konnten. Da hat sie wirklich Glück gehabt. Welche Rolle hattest du dabei? Ich habe gar nicht mitgemacht, ich habe nur zugeguckt. Komm, Lisa, dann bring ich dich gerade noch in dein Patientenzimmer. Mhm. Oh, ich sehe, den Rollstuhl habt ihr auch zunichte gemacht. Ja, ja, aber ich meine, hey, du merkst ja, dass das nicht okay war. Und klar, hat das was von Charakter, ne, wenn du zugibst, dass das nicht schön war. Ich denke mir, du und Saskia könnt ja da noch mal reden. Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, die wird nicht zu lange wegbleiben, weil Sachen hast du vielleicht schon gepackt. Muss ja nachher schon los, ne? Ja, ja. Ich muss das eine oder andere muss ich auch noch packen, aber. Hallo, Schatz. Na? Hör mal, ich habe gerade die Ärztin am Flur getroffen. Hm, weißt du, was die mir gesagt hat? Die hat ein Rennen veranstaltet mit einem Rollstuhl? Oh, nee, da haben sie was verwechselt. Das war irgendwas anderes. Ich glaub nicht, das hat sie auf jeden Fall nichts mit zu tun. Aha, okay. Hör mal, Schatz, wie geht's dir? Ja, gut. Wie siehst eigentlich du aus? Also, warum bist du geschminkt? Nee, eigentlich, also ich bin halt noch relativ schlapp. So. Schlapp? Ja. Okay, und warum bist du geschminkt? Wieso nicht? Hey, wir sind im Krankenhaus, Schatz. Ja, wenn du dich schlapp fühlst, also, dann leg dich noch mal hin. Hier lege ich schon. Hier, Moment, langsam. Du wolltest doch jetzt. Ich komme gerade von der Arbeit, wie Sie sehen. Ne? Du wolltest doch Tasche packen und ich wollte schon jetzt nach Hause fahren. Ich muss ja, gleich wieder arbeiten. Ich fühle mich noch nicht so gut. Okay. Ich glaube, ich sollte auch irgendwie eine Nacht oder so hier bleiben. Doch, ja. Lisa, wie kommst du denn da drauf? Ja, Eben ja. Hast du auch gar nicht erwähnt, dass sie irgendwie schlecht ist oder so. Ich habe halt irgendwie so Schwindel und Kopfschmerzen und so. Aber ich denke, so, es wäre ganz gut, wenn ich noch hier bleiben würde. Hast du heute gefrühstückt? Ja. Also. Ja, vorhin ging es auch eigentlich. Naja. Ja? Was hältst du davon, wenn wir die Ärztin gleich dazu holen bei der Visite? Und kann ich noch mal durchchecken, ihr redet noch mal miteinander. Ist das okay? Ja, klar. Lisa sollte eigentlich entlassen werden. Und dann sagte sie, dass sie sich schlechter fühlt. Das habe ich natürlich ernst genommen und das hat mich schon etwas alarmiert. Aber wo sich das hinentwickelt hat, das konnte ich zu dem Punkt echt nicht ahnen. Oh, 38,4. Ich würde noch einmal ganz kurz gucken, ja? Kann der Diener sich vielleicht um? Ich gucke jetzt erstmal. Einmal wollte ich nur abtasten. Der stellt sich aber auch was an, ne? Wieso? Was meinst du damit? Ja, ein bisschen. Okay, weil jetzt. Okay, umdrehen? Ein bisschen tut's ihr weh. Ja, ich würde jetzt ganz gerne mal die Pflaster abmachen. Und das ist dir jetzt unangenehm. Ja, ist mir ein bisschen. Aber der arbeitet schon ein bisschen länger bei uns. Er hat schon ein paar Bäuche gesehen. Ja, das stimmt. Trotzdem unangenehm? Ja, eigentlich schon. Ach, Schatz, jetzt stell dich schon nicht so an. Ist okay. Beim Entfernen der Pflaster hat mich die Patientin gebeten, dass ich der Pfleger Genner doch bitte umdrehen möchte. Fand ich jetzt ein bisschen amüsant, ehrlich gesagt, weil da war schon klar, dass hier eine Sympathie seitens der Patientin besteht. Wir machen sowas mit, wir wollen ja auch keinen kompromittieren. Aber dass genau diese spezielle Beziehung zwischen den beiden noch eine große Rolle spielen sollte, daran habe ich nicht im Entferntesten gedacht. Und wie sieht's aus? Ja, absolut reizlos, aber du kannst mal Verbandsmaterial noch mal holen. Und wenn du das Ultraschall auch noch mal mitbringen würdest. Ja, okay. Desinfektionsmittel. Ja, und bringst du mir noch mal M-Handschuhe mit, bitte? Ja. Okay, soll ich Blutröhrchen noch mitbringen? Ja, das ist auch eine gute Idee. Warum machen Sie denn da jetzt einen Ultraschall? Na gut, wir hatten ja anfangs darüber gesprochen, ne, dass so eine Blinddarmentfernung, weswegen sie ja hier bei uns ist, natürlich auch gewisse Risiken birgt. Und es kann natürlich postoperativ, also nach der Operation, immer mal wieder zu Infektionen kommen. Ne? Meinst du, sie hat eine Infektion jetzt? Ja, das würden wir jetzt einfach abklären, weil sie hat jetzt erhöhte Temperatur, das ist schon mal ein Hinweis. Hey Lisa, kannst du mir sagen, wenn ich irgendwo gegenlaufe? Weil ich darf ja nicht gucken. Okay. Mir ist doch aufgefallen, dass Lisa des Öfteren über meine Witze gelacht hat. Und da habe ich mir auch einen Spaß draus gemacht und auch irgendwo ihr gezeigt, dass man auch hier im Krankenhaus ein bisschen lachen kann und auch Spaß haben kann. So, bitteschön. Ihr macht aber einen Zirkus, ihr zwei, Junge. Ein bisschen Spaß muss ja auch dabei sein. Ja.
wir nehmen die Sache trotzdem ernst, aber das ist halt so, ne, dass wir natürlich auch immer versuchen, hier den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu machen. Und da gehören auch ein paar Scherz hier noch dazu einfach. Ne? So, ups. Okay, so, dann haben wir das auf jeden Fall schon mal. Dass sich Lisa so schlapp fühlt, hat mit einer riesen Dummheit zu tun, die die Schülerin nach ihrer Blinddarmoperation begangen hat. Der Zustand der 16-Jährigen soll sich dadurch bald rapide verschlechtern, auch wenn im Moment noch nichts darauf hindeutet. Also ich kann jetzt hier nichts Auffälliges sehen. Hier noch einer. Das tut dir jetzt auch nicht weh, ne? Mhm. Ach, komisch. So, dann können wir alles wieder gut verpacken. Mhm. Du machst gleich die Blutabnahme noch. Ja, du kannst gerne. Dich auch wieder umdrehen. Oh ja, danke. Gut, dann haben wir das auch geklärt. Ich kann mir das jetzt im Moment auch nicht ganz erklären, wieso diese irgendeine Infektion jetzt hier wieder aufgeflammt ist. Aber ich würde sie doch zur Sicherheit gerne noch hier behalten und sie heute nicht entlassen. Nee, ja? Da habe ich auch wirklich Angst. Also ich bin dann froh, wenn sie sagen, dass wir nochmal nach. Ist das okay für dich? Ja. Der hat ja auch ganz gut gefallen bei uns, ne? Mhm. Ja, verstrahlt. Also eigentlich ist es nicht so ein Freund von Krankenhäusern. Also das liegt an unserem Krankenhaus. Ja, das spricht ja nur für Sie, ne? Okay, ich würde mich dann erstmal verabschieden. Wir sehen uns später. Du sagst mir dann Bescheid, wenn die Ergebnisse da sind. Sofort, ja. Okay. Ich gehe mal kurz auf den Flur, ruf mal kurz auf der Arbeit an, weil ich muss meine Schicht tauschen, damit ich hier bleiben kann, ja? Ich bin sofort wieder bei dir, ja? Bis später. So, dann will ich dir mal Blut abnehmen, ja? Ich verspreche dir auch, ich bin ganz vorsichtig. Ich weiß. Aber das ist ja nicht das erste Mal. Du weißt ja, dass ich ganz ruhige Hände habe. Ja. Du machst das mit deinem Besten. Ja, sag ich doch. So. Nachdem sie ihre Schicht getauscht hat, fährt Mama Claudia heim, um ihrer Tochter frische Sachen zu holen. Doch als die Paketbotin eine Stunde später zurückkehrt, erlebt sie einen Schock. Und gibt es was Neues? Ja, wir haben jetzt die Blutergebnisse, also die Entzündungsparameter, die sind, das sehen Sie hier, was hier rot ist, die sind schon recht hoch, also auch gestiegen. Das heißt, es muss schnell. Der Lisa geht sich gut, die ist Wurzel umgekippt. Oh, nee. Genau, kommst du auch? Ja, ich bin da. Bist du da. So, machen wir erstmal die Bremsen hier fest. So. Das ist aber nett von Ihnen, dass Sie direkt geholfen haben. Wir messen am besten noch mal direkt Temperatur. Hm. Ja? Du bist jetzt am Schwitzen, Mann. Was ist los? Wir waren ein bisschen schwindrig. Gut, so Holz ist schon. Ich messe noch einmal gerade die Temperatur. Ne? Hast du das eigentlich alleine aufgeschaut? Musstest du auf die Toilette? Lisa, ich würde sagen, im Moment, wo du so schwach bist, bleibst du besser im Bett liegen. Also ich muss noch mal darauf zurückkommen, also irgendwo gibt es jetzt eine Entzündung. Das Antibiotikum... 40,3. Ja. Also es wird höher. Ja. Also scheint das fiebersenkende Mittel jetzt auch nicht angeschlagen zu haben. Also wir machen jetzt Folgendes auf jeden Fall. Wir machen Blutkultur, nehmen wir ab. Das heißt, wir nehmen noch mal Blut ab im Prinzip. Ja. Und da werden wir noch ganz genau jetzt die Erreger bestimmen, dass wir dann ganz gezielten Antibiotikum auf diese Erreger, die es dann sicherlich irgendwie geben wird, machen können. Ja. In der Zwischenzeit geben wir ein Alternativ-Antibiotikum, hängen wir dann an. Das, ordentlich gleich an. Ja. Und dann müssen wir erstmal abwarten, was dann das Ergebnis der Blutkultur sagt. Bis dahin, Lisa, würde ich dich wirklich bitten, im Bett zu bleiben. Ja? Mach das bitte auch, ja? Ja, genau, lauf nicht mehr rum. Lisas Zustand hat sich also wirklich jetzt so kritisch zugespitzt, dass sie von uns alternativ ein anderes Antibiotikum bekommen hat. Wir konnten uns das hier nicht erklären. Normalerweise bekommt man in der Operation schon als Single-Shot eine Antibiose. Bei Komplikationen, wie es bei Lisa der Fall gewesen ist, wird diese Antibiose dann noch über 3 bis 5 Tage fortgesetzt. Das hat hier keinerlei Wirkung gezeigt. Dass aber die Ursache tatsächlich außerhalb unseres Einflussbereiches lag. Das haben wir natürlich nicht gewusst. Also nochmal herzlichen Dank, Saskia, dass du direkt Bescheid gesagt hast. Und natürlich auch für die tatkräftige Unterstützung hier. Ne? So, ihr seid jetzt aber Geschwister? Ja, genau. Ah, okay. Da mache ich mich jetzt, glaube ich, auch auf den Weg. Hier alles Gute, Lisa. Ne? Danke. Und mach keinen Scheiß, Saskia. Ja. Boah, Saskia, dein Bruder ist echt ein Held. Das ist mein Bruder. Bist du tot? Mensch, Lisa.
Wie dem auch immer sei, auf jeden Fall bleibst du am besten jetzt im Bett, versuchst dich ein bisschen zu erholen. Wir werden jetzt natürlich noch engmaschiger kontrollieren, ne? So machen wir das. Und so weiter. Und dann gucken wir mal und dann sprechen wir uns einfach, wenn die Ergebnisse da sind. Ich bin ja auch noch ein bisschen hier. Ja, ne? Gut. Okay, Dankeschön. Gut. Bis später, ne? Okay, bis später, ne? Meldet euch, wenn irgendwas ist. Ja. Nach ihrem Zusammenbruch braucht Lisa dringend jemanden zum Reden. Die Schülerin schüttet darum Bettnachbarin Saskia ihr Herz aus und bittet die 15-Jährige, das Gespräch für sich zu behalten. Doch das Versprechen hält nur bis zum nächsten Tag. Hallo. Hey, bist du alleine? Nummer 1 ist da. Lisa ist seit einer halben Stunde im Bad. Ihr geht's aber gut? Lisa? Hui. Hey, Lisa, fresh. Genau. Ich meine, muss ich noch extra für mich schick machen? Ist auch nicht für dich. Oh. Das war deutlich. Schade. Okay, also dir geht's ja besser, ne? Wie man sieht. Schon. Fieber messen wir noch mal. Frischer siehst du auch aus. Ja. Ja, fühlt sich auch richtig gut, ne? Darf ich mal? Ja. Okay. Bei dir auch alles klar? Ja. Ja, super. So, die Schuhe, pass mal auf, die Schuhe stellen wir immer hier ein bisschen unters Bett. Ja, hallo. Sieht gut aus. Ja, ist wieder gesunken, ne? Man kann das sein, dass du jeden Tag einen krasseren Lippenstift drauf hast. Wie siehst du jetzt aus? Was ist das denn hier auf dem Fummel? Was denn? Das ist doch ganz normal. Also, eine Disco. Also, Entschuldigung. Aber wie das blühende Leben und das entspricht auch ihrem Zustand, ne? Das, da kann man das schon mal sagen. Hast du schon... Ja, ist wieder gesunken, ist bei 38,3. Ja, 37? 3. 37,3, genau. Ja, Fieber ist runter, hat jetzt angeschlagen, die Therapie. Auch das alternative Antibiotikum, was wir ihr gegeben haben, scheint Wirkung zu zeigen. Ja. Ich kann mir das jetzt nicht erklären, warum das vorher noch mal so aufgeflammt ist. Ja. Ist auch seltsam. Wichtig ist natürlich, dass es ihr jetzt besser geht. Lisa, sag die Wahrheit. Hm? Sag der Ärzten, was los ist. Sag es. Ja, was ist denn los? Das würde ich auch gerne wissen. Schatz. Ich aber auch. Das würde ich jetzt auch gerne wissen. Kann der Gena vielleicht kurz rausgehen? Ist kurz raus, Gena. Wenn es sein muss. Tut mir leid, aber es erleichtert vielleicht momentan die Sache. Ist okay. Okay, kein Problem. Warte mal, ob es die Tür zugeht. Und das scheint ja hier was Interessantes zu sein. Jetzt habt ihr mich neugierig gemacht. Ja, ich auch. Ja, also ich fand halt den Gena ganz süß so. Und ich wollte halt länger hier bleiben, um ihn besser kennenzulernen. Aber jetzt, ja, habe ich mich so in den Ingo halt verliebt. Boah. Typen. Okay, gut. Das ein bisschen im Krankenhaus. Ja, da wollte ich nämlich gerade jetzt noch mal drauf zurückkommen. Du bist nämlich im Krankenhaus. Also ich weiß jetzt noch nicht, das ist ja mehr so eine Geschichte unter euch. Ich weiß jetzt nur natürlich noch nicht, was das hier mit dem Krankenhausaufenthalt an sich zu tun hat. Weil du jetzt gesagt hast, sagt der Ärztin, was los ist. Also muss ja irgendein medizinischer Grund jetzt auch dahinter stecken. Ja, also ich habe die Infusionsflaschen, die habe ich halt ausgeleert. Damit ich, was hast du gemacht? Damit ich länger hier bleiben kann. Ja, hast du sie noch alle? Das ist doch nicht dein Ernst, oder? Doch. Hör mal, wir machen uns hier total Sorgen. Ich möchte, dass du gesund wirst. Dann machst du sowas Schlimmes. Die große Gefahr ist hier, dass bei nicht korrekter Gabe oder Einnahme des Antibiotikums es sich Resistenzen bilden können. Das heißt, es greift nicht mehr die Bakterien an, die dem Körper so sehr zusetzen. Sicherlich hat sie das in diesem Fall nicht gewusst. Das haben wir aufgeklärt. Aber tatsächlich hätte sich eine Infektion, die wir nicht mehr mit Medikamenten hätten bekämpfen können, tatsächlich zur Sepsis ausbreiten können und dann auch im schlimmsten Fall zum Tod führen können. Also ein paar Tage werden wir dich noch hier behalten. Ist ja schon mal gut, dass jetzt alles angeschlagen hat. Aber natürlich nur unter der Voraussetzung, dass du nicht gegen uns arbeitest. Okay. Hand drauf. Hand drauf. Okay. Der Gena kommt jetzt noch mal, hängt dir noch mal eine Infusion an. Okay. Ja? Ihr könnt dann jetzt auch gehen, weil ich habe noch ein Date mit Mingo. Und du weißt auf jeden Fall, was er will. Ja, bevor ihr irgendein Ingo kommt, quatschen wir zwei noch mal. Ne? Tschüss, Fräulein. Tschüss, bis später, ne? Ja, tschüss. 3 Tage später konnte die frisch verliebte Lisa die Klinik verlassen. Und noch am selben Abend hat sie Saskias Bruder Ingo zum ersten Mal geküsst. Mittlerweile sind die Teenager ein Paar. Und auch Mutter Claudia hat die Beziehung nach kurzem Zögern akzeptiert und freut sich für ihre Tochter.